Anstieg der Erfolgsquoten bei den über 50-jährigen Prüfungsteilnehmern dank ESH. Die neuen Strukturdaten zur Steuerberaterprüfung 2023/2024 wurden nun endlich veröffentlicht und da ist ein sehr, sehr erfreulicher Anstieg bei den über 50-jährigen Prüfungsteilnehmern zu verzeichnen. Was die Gründe dafür sind, was es, oder worauf es besser gesagt für dich ankommt, wenn du zu dieser Gruppe dazugehörst und wie die Entwicklung zu sehen ist, das verrate ich dir in dem heutigen Video. Viel Spaß dabei! Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Marlo Steinecke. Ich bin der fachliche Leiter der ESH Examensvorbereitung der Nummer 1 digitalen Bildungseinrichtung für das Steuerberaterexamen. Heute geht es um die Strukturdaten. Wir wollen ein bisschen tiefer reingehen. Diese wurden nämlich zur Prüfung 23/24 veröffentlicht. Und wir wollen einmal auf die über 50-Jährigen draufschauen. Anstieg bei den Erfolgsquoten. Was hat es damit konkret auf sich? Zunächst einmal noch die allgemeinen Quoten, die habe ich hier schon vorbereitet. 22, also schriftliche Prüfung 45,1, ein sehr, sehr durchwachsenes Jahr. Da hatten wir 2023 die letzten Daten, das war aber schon bekannt, 51,6%. Und jetzt wurden eben die konkreten aufgefächerten Daten konkret veröffentlicht und da lohnt es sich natürlich immer einen Blick drauf zu werfen, denn die über 50-Jährigen hatten hier in 22 eine Quote von 7,7%. Das ist natürlich sehr, sehr gering und jetzt im Jahre 2023 11,1%. Das heißt, es ist ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen gewesen in Zahlen plus 44% von der Basis hier. Wenn das sozusagen die 100% ist, haben wir uns um 44% gesteigert. Das ist eine Gruppe, wo ungefähr 170 bis 180, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, Prüflinge insgesamt Zulassungsanträge stellen. Und die über 50-Jährigen, die haben natürlich gewisse Herausforderungen. Welche sind das? Wir betreuen auch immer wieder Teilnehmer eben in dieser Altersgruppe. Und da kommt es eben auf ganz spezifische Punkte an, warum wir eben auch geholfen haben, das Ganze zum Anstieg zu bringen. Das freut mich natürlich immer besonders. Du kannst, wenn du ein Teilnehmer dieser Gruppe bist, das muss ich vielleicht vorab sagen, extrem stolz auf dich sein. Das heißt, viele sind schon richtig, richtig lange aus der Lernerei raus. So ehrlich muss man sein, das Ganze liegt meistens schon etwas länger zurück und wenn man dann sozusagen sich das anschaut, dieses wahrscheinlich schwierigste Berufsexamen in ganz Deutschland nochmal auf sich zu nehmen, dann gebührt das aus meiner Sicht schon mal den allergrößten Respekt und da kannst du auch, wie gesagt, dann schon stolz sein, dass du dich dieser Herausforderung stellst. Die Ursache, warum es, sage ich mal, zu den Quoten kommt, liegt natürlich insbesondere daran, dass man aus den Lernstrategien so ein Stück weit raus ist aus dem Lernen, weil das eben schon etliche Jahre zurückliegt und man es nicht mehr gewohnt ist, unter diesem Druck, diese Masse an Stoff, die es nun mal gibt im Steuerberaterexamen, eben sich zu arbeiten. Vielleicht wird an der einen oder anderen Stelle der Kopf auch langsamer. Das berichten zumindest mir immer wieder einige Kunden in der Altersgruppe, dass es ein bisschen schwieriger ist wie 10, 20 Jahre zuvor. Das kann ich selber natürlich noch nicht beurteilen. Das sind einfach die Erfahrungsberichte, die wir immer wieder mitbekommen an der Stelle. Und der Punkt, wo wir eben zum Beispiel mit unseren erfolgreichen Teilnehmern oder insgesamt bei den Ü50-Jährigen besonders viel Wert drauf legen, ist eben zunächst einmal diese Grundlage zu legen, das Lernen neu oder teilweise sogar erstmalig richtig zu lernen. Das heißt, Lernen zu lernen ist ein ganz fundamentaler Faktor, wenn du im Steuerberaterexamen erfolgreich sein möchtest. Denn das ist nicht nur eine Fleißfrage, das ist keine Frage der Intelligenz. Natürlich musst du einen gewissen Zugang haben zu den Themen. Du musst natürlich extrem viel lernen, deswegen Fleiß ist eine Komponente. Aber ganz, ganz viele Prüflinge, sowohl in der Altersgruppe als auch in allen anderen Altersgruppen, die sind zwar lange am Schreibtisch, die sitzen sozusagen viel Zeit ab. Die entscheidende Frage ist aber nicht, wie viele Stunden hast du am Ende gelernt, sondern welche Fortschritte hast du erzielt. Und das zu verstehen, zu verinnerlichen, ist ganz, ganz wichtig. Du musst dieses Thema insgesamt, das sage ich aber jedem Prüfling, aber hier nochmal doppelt und dreifach ganz besonders, so angehen, dass du selber für dich auch erkennst, ich muss an diesen Themen arbeiten. Ich kann das nicht ignorieren, beiseite schieben, dass ich sage, ja, ich setze mich jetzt in den Kurs rein, hör dazu und markiere mein Gesetz ein bisschen oder wenn ich Lehrbriefe habe, dann markiere ich die, fasse sie vielleicht zusammen oder lese die einfach nur durch oder dann schreibe danach ein paar Klausuren. Das funktioniert leider nicht. So ehrlich und offen müssen wir sein und deswegen ist es so verdammt wichtig, dass du diesem Thema Raum gibst, dass du das mit angehst.
ist bei uns das Selbstverständliche in der Examensvorbereitung, dass wir über die Sachen sprechen, weil du kannst die nicht ignorieren. Du kannst nicht darauf vertrauen, strategisch, ich weiß schon, wie das Ganze funktioniert. Ich mache das einfach so, wie ich früher mal gelernt habe oder wie ich meine, wie man heutzutage lernt. Das wird dem Unterfangen, diesem Projekt Steuerberaterprüfung, einfach nicht gerecht. Und das sehe ich eben auch vom Feedback her bei unseren Teilnehmern, die eben, sei es eben über 40-Jährige, über 50-Jährige, die wir da begleiten, dass das eben der entscheidende Faktor ist, um Produktivität im Lernen herzustellen und da eben auch einen Fokus gerade zu Beginn deiner Examensvorbereitung drauf zu legen, damit du nicht Unmengen an Zeit verlierst. Wie gesagt, es kommt nicht darauf an, wie viele Stunden du am Ende gelernt hast, sondern welche Fortschritte du gemacht hast. Und das ist etwas sehr, sehr Relevantes eben für den Prüfungserfolg, wenn wir daran arbeiten wollen, dass diese Zahlen in den nächsten Jahren wieder deutlich, deutlich ansteigen. Nicht natürlich mit 11,1% zufrieden geben, ist zwar schon wieder zweistellig nach 7,7% im Jahr 2022, aber ich bin mir sicher, da geht noch einiges mehr und es wäre schön, gerade eben, dass diejenigen, die das noch auf sich nehmen im höheren Alter, dann auch sich selber belohnen für diese ganzen Strapazen und die Quote in den nächsten Jahren wieder deutlich ansteigen wird. Und wenn du sagst, ja, ich bin in dieser Altersgruppe, ich will daran arbeiten, ich will ansetzen und ich will vor allem das Steuerberaterexamen erfolgreich meistern, mich nicht nur vorbereiten, dann melde dich gerne mal bei uns bei der ESA-Examensvorbereitung, dann zeigen wir dir, wie wir unter anderem den Teil, natürlich auch alle anderen relevanten Teile, ohne das geht es natürlich auch nicht. Das sind viele Komponenten, die am Ende den Ausschlag geben für den Examenserfolg, dann melde dich gerne mal zum kostenlosen Beratungsgespräch. Link dazu blenden wir unter dem Video ein. Dort findest du dann gemeinsam mit unserem Strategieexperten in dem Beratungsgespräch heraus, was alles die Bausteine sind für deinen persönlichen Prüfungserfolg, worauf es dabei ankommt und wie wir das Ganze dann auch gerne erfolgreich gemeinsam bei dir umsetzen. Ich freue mich, von dir zu hören. Alles Gute für deine Prüfungsvorbereitung und deinen Prüfungserfolg, versteht sich. Bis zum nächsten Video. Dein Malo.